Herzlich willkommen, Leute, zu diesem weiteren Part Luigi's Mansion 3. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wo müssen wir lang? Hier durch? Wir sind jetzt ja hier in dieser Kanalisation. Okay, wir kommen da oben noch raus. Oben ist noch was. Da kommen wir dann hoffentlich hier durch hin. Oder? Nee. Okay, dann müssen wir mal weiterschauen, denn da oben in dieser Kiste ist ja höchstwahrscheinlich auch was Wichtiges und wir kommen auch oben raus, sehr gut. Okay, Geld. Ist nicht unwichtig so, aber, oh mein Gott, nein, Luigi. Ist es eine Bombe? Du musst ganz dringend los. Wo ist das ganze Geld jetzt? Ich glaube, es ist schon weg, oder? Ja, moin. Ja, sonst auch egal. Wir sind ja schon rich genug eigentlich. Was ist jetzt hier so unser Ziel gerade? Das Tor aufkriegen, ja, ich weiß, aber... Wechseln wir nochmal zu Luigi. Ah, jetzt bin ich da oben wieder. Das will ich ja gar nicht. Eigentlich. Ich glaube, ich habe noch eine Idee. Was passiert denn? Nein, 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 nein. Hallo. Nein. Nach vorne, aber jetzt? Okay, da passiert nichts. Sehr gut. Hat das jetzt einen Unterschied gemacht? Bin ich einfach nur dumm, oder? Ah! Das Wasser da oben, schalte ich dadurch ab, glaube ich. Oder? Nee, ja, warte mal, da kommen wir ja sowieso nicht lang. Weil da ja Wasser allein schon auf dem Boden ist. Oder muss los? Luigi kriegen wir ja nicht da hoch, ist das Problem. Und was jetzt? Oh, moin. Ich bin gerade so verwirrt, merkt man, glaube ich, ne? Ach, das Wasser verschwindet dann auch komplett. Okay. Das kommt man nicht ganz erkennen. Was passiert? Huch! Dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um, du Dulli. Okay. Nein! Verdammt! Was jetzt? Okay, das ist gerade ganz mies. Komm schon! Okay, es ist jetzt vielleicht auch besser so, wir müssen hier starten wieder.
Okay. Das war jetzt wirklich dumm von mir. Also so komplett dumm. Ach, guck mal. So bleibt Luigi an der Stelle. Das ist gut. Nein! Nicht da rein. Da. Was passiert hier? Wir müssen, glaube ich, mal ein bisschen näher daran. Nein, 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 die Bombe. Oh, weg. Okay, das Geld da oben bei den Viehchenchen haben wir jetzt halt nicht bekommen, ne? Zieh dich doch da rüber! Ötchen. Nein! Geh rüber. Komm. So, jetzt jagen wir doch mal Luigi durch. Luigi. Ach Mann. So. Hier. Ah. Ah, okay, man muss in die Richtung. Es kommt nur Geld raus, hä? Also man wäre... Ah, die Rohre hier, da wäre man einfach nur mit vorbeigekommen. Lol. Bin wieder ein bisschen dumm gewesen. So, jetzt können wir da oben mal gucken, was da so ist. Okay, das ist riskanter an der Stelle. Warte mal. Das können wir momentan nicht... Das ist gerade ein bisschen verwirrend für mich. Merkt man. Ne? Ach lol, da war vorhin ja auch so ein Fass, ne? Oh. Oh nein, 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 nein! Aber komme ich trotzdem irgendwie weiter? Ich denke eher weniger, ne? Ich würde es gern trotzdem mal probieren und erstmal gucken, was hier so ist. Ah, toll. Ich muss Luigi nochmal irgendwie da hochkriegen. Euch ja grandios gemacht. Man sieht schon unter Wasser,
Da kommt noch viel. Das wir dann irgendwann lösen können halt. Wenn das Wasser wieder weg ist. Müssen wir an den vorbei? Warum? Okay, jetzt aber. Durchgesneakt. Yes, sir. Beweg dich. Aber gut, wir respawnen an der Stelle hier. Zum Glück. Ja, ich stelle mich gerade irgendwie richtig dumm an. Ich weiß auch nicht. Why? 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 Okay, Luigi kann erstmal da weg. Nein! Ich will noch nicht weiter. Da ist noch ein bisschen was, glaube ich. Aber auch der Schalter bzw. Hebel. Oh nein. Ich glaube, hier geht's ins Wasser runter. Nein, stopp. Geh weg. Husch. Oh nein. Nein, 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 nein. Ja, kommt nur her, ihr Maden. Na, ich seh dich, ich seh dich. Ganz easy, Leute, ganz easy. Ich bin halt einfach Profi. Vergessen wir die letzten paar Minuten. Ich bin Profi. Ich. Niemand anderes. Okay. Durch da. Lol, ich habe das gar nicht gecheckt. Das ist nicht für ihn eine Leitung. Das ist also doch irgendwie schon so, aber... Ah, seht mal, guck mal. Der Fall da steht dafür, in welche Richtung wir gelenkt werden. Okay, jetzt kommen wir hier hoch. Hier ist nämlich auch noch was, das ist gut. Geh da hin. Du Dummer! Was ist mit dir falsch gelaufen, Luigi? Du Made. Nee, warte mal, wir müssen ihn erstmal hoch dahin bringen. So. Da muss er dann selbst das Teil hier mal umlenken. Wobei, muss man das? Es gäbe jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich weiß halt auch nicht, was der richtige Weg ist. Man kann jetzt ja rumprobieren erstmal. So, lenken wir ihn mal einfach geradeaus durcheinander hoch.
Okay, dann kommen wir in den Raum da. Ne, wir kommen da raus. Okay. Wollte ich gar nicht so. Wir ändern hier was. Wie mache ich das jetzt? So. Du gehst durch. Jetzt. Nein! Ein Fehler hier ist noch. So. Jetzt können wir da rein. Weil jetzt werden wir hier hingelenkt. Was auch immer das bringt. Okay, einfach nur Geld. Super. Ja, wow. Danke. Also, jetzt machen wir uns den Weg wieder normal. Zack. Wieder im Hintergrund einfach dauerhaft irgendwelche random Bomben explodieren, auch gut. Ach, ich bin so dumm. Wir müssen jetzt das Teil wieder umstellen. Okay. Jetzt aber. Gehen wir endlich zu diesem Schalter. Ich wundere mich auch, dass wir hier keine Juwelen kriegen. Hä? Was soll ich mit dem Schalter machen? Ah, okay. Nice. Das Wasser fließt ab. Somit können wir jetzt wieder zu allen Bereichen hin. Good job. Yes, sir. Sehr gut, der Wasserstand ist wieder normal. Dann geh jetzt dahin zurück, wo du hergekommen bist und knöpf dir den Techniker vor. Na klar. Mach ich, aber wie? Ach so, wir können jetzt ja hier überall rumlaufen, genau. Das ist dann natürlich ganz sinnvoll. Räumen wir hier erstmal ein bisschen auf, würde ich sagen. Ah, hier ist Wasser. Das konnte ich ja nicht sehen. Wow.
Naja. Das Ding ist, es gibt jetzt ja verschiedene Wege. Da hinten links war ja auch noch was. Alter, hier sind jetzt so viele Wege frei wieder. Was hat das eigentlich gebracht? Sehr schön. Okay. Kann man auch abreißen, aber wozu? Dahinter ist... Ja, okay, da sind ein paar Münzen, die konnte man nicht sehen. Hier, da ist doch noch eine Röhre, oder? Wir gucken mal hier eben erst. Und ich gehe sowieso nochmal links komplett rum, weil da war auf jeden Fall auch irgendwas. Nein. Und so müsste ich auch nochmal alles absuchen, glaube ich. Also. Luigi, da kommst du wohl nicht mehr weiter. Hm, es wäre wohl am besten umzudrehen und den Techniker zu verfolgen. Ja, okay. Dann gehen wir hier nicht lang, ne? Fand ich nur sehr interessant, wisst ihr? So ein Ding ist das. Okay, da oben kann ja auch nichts mehr gewesen sein, oder? Nee, nee, nee. Alright. Was ist hier noch so? Hier mit ein bisschen suchen, würde ich sagen. Das könnte was bringen. Ah. Okay. Ich denke mal, ja, jetzt könnte hier ein Juwel drin sein und dann ist da gar nichts. Ist ein Schweinchen drin, okay, lol. Was soll ich hier? Lol. Okay, so kann man einen da hochbringen. Aber bringt uns das irgendwie was? Ich glaub nicht, nee. Aber hier ist eine Kiste, okay. Da wird aber auch, denke ich, nichts drin. Oh mein Gott. Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Ah, wir hatten sowas Ähnliches schon mal. Komm, schnapp dir Luigi. Jetzt dürfte es aber eine richtige Kiste sein, oder? Ja. Aber weiterhin ohne ein Juwel. Ja, super. Ja, ich glaube, es bringt nichts, da hochzugehen, oder? Also mir fällt da gerade nichts ein, was es da noch gab. Und so ist, also machen wir einfach weiter.
Okay, zack, hier die Dinger nochmal kaputt smashen. Ah, hier geht schon weiter, okay, ganz ruhig. Ah, hier war ja auch noch eine Röhre. Kann man da überhaupt mit Luigi rein? Ja, kann man, okay. Zu wissen. Okay. Achso, es ist einfach nur dafür. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück. Hier. Okay. Kann man hier eigentlich noch irgendwas machen? Okay, man kann den Bereich da sehen. So, was jetzt? Ich würde einfach vermuten, dass es sich schon mal tun wollte. Da ist auch noch eine Kiste, sehe ich gerade. Also ist meine Vermutung, sage ich mal, schon mal richtig. Luigi geht mal hier drauf. Luigi. Redet. Okay. Kommen wir ganz easy zu der Kiste hier. Weil sonst geht's hier nicht weiter, ne? Was soll denn der Techniker dann sein? Ach, hinter dem Ding natürlich da, lol. Also ich hoffe mal, dass es so richtig ist jetzt. Aufschließen. Klar. Dies ist richtig. Ich hätte jetzt gedacht, hier geht's weiter oder so. Nee, echt? Lol. Hier ist, denke ich, auch nichts mehr. Okay. Dann rein da. Okay. Oh nein, Stacheln, das ist schon mal kein gutes Zeichen. Pass auf, treten irgendwo drauf. Spast. Nein, das Wasser steigt an. Nee, gar nicht gut, nein, stopp. Ach Junge. Rum. Nicht schon wieder. Ey. Okay. Willst kämpfen? Du willst kämpfen? Okay. Mache ich hier gerade eigentlich? Warum? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Raus, 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 du Dulli! Geh raus! Ah. Wow! Ich dachte, okay, ich kann ihm sogar Schaden machen damit.
Ah, okay. Das Prinzip hier ist ein bisschen komisch. Zieh dich doch daran. Bringt das was? Dass man ihn länger halt dran behält. Na, ja, Feigling. Hat er sich gerade selbst ausgenockt? Dazu sage ich nur 187. Lol. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Wir müssen das anders regeln. Wir müssen das anders regeln. What the hell? Okay. Aber der Kampf verwirrt mich gerade so krass. Ist auch nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah. Sag mal, was soll das? Ach, es sind ja außen Stachel dran. Ich bin ja so dumm. Müssen ihn an eine Bombe lenken, ne? Ich werde sterben. Komm ran, komm ran, komm ran. Irgendwie dieses Geräusch davon, dass ich Schaden habe, ist so laut, man hört das Spiel einfach nicht mehr. Komm, aus einem muss ein... Oh ja, zum Glück leben. Okay, ich verstehe das Ganze jetzt so ein bisschen inzwischen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Man kann ihn... Er muss halt irgendwie an den Rand kommen. Mit Bombe oder mit ziehen unsererseits. Oh mein Gott. Es ist eigentlich so ein übelst einfacher Bossfight, glaube ich. Oh, okay. Er muss sich schwindelig schlagen. Komm ran. Geht doch! Und zu guter Letzt noch der Aufzugknopf. Natürlich. Bist du blöde? Bist du blöd, Luigi? Was lässt du den Aufzugknopf ins Wasser fallen, du Vollidiot? Achso, warte, wir können uns den ja. Wir können uns den ja ganz easy zurückholen, lol. Wobei das schon ziemlich dumm von dir war. Ja, lauf halt von selbst mal. Und schneller. Okay, wir kommen jetzt aber auch hier auf den Grund. 10. Etage. Okay. So, dann würde ich jetzt auch sagen, das war's mit diesem Part Luigi's Mansion 3.
lasst doch gerne ein Like da. War ein bisschen chaotisch heute. Und ja, wie gesagt, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abo wäre auch sehr nett. Und aktiviert dann natürlich auch die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Danke fürs Ansehen, Leute. Okay, ciao.